Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Koi Consult Koi Talk. Heute geht es um das Thema Negativ-Checkliste Teichbau. Was ist das? Was will ich damit? Ja, mir geht es einfach darum, wie soll ich anfangen? Leider gibt es immer noch viel zu viele schlecht gebaute Teiche. Warum das so ist, ich kann da nur mutmaßen, weil ich bin ja im Einzelfall nicht dabei. Ich habe aber schon den Eindruck, dass viele Teichbauer oder Galabauer, die dann Koi-Teiche bauen, nicht so wirklich wissen, was sie da tun und sich auch nicht wirklich Gedanken machen. Die haben dann irgendeinen Zulieferer, das ist dann jemand, der sagt, ich bin Spezialist für Koi-Teiche, so ein Großhändler oder sowas. Und da kaufen die alles, lassen sich das in der Regel von dem auch konfigurieren und haben selber eigentlich nur die Aufgabe, das einzubauen, machen aber gar kein richtiges Konzept und machen auch gar keine richtige Planung. So, behaupten aber von sich, sie könnten Koi-Teiche bauen. Ich finde das ziemlich fatal, weil wenn ich mir überlege, dass ein Koi-Teich je nach Größe zwischen 20 und 100.000 Euro kostet und der Kunde dafür zum Teil dann wirklich eine sehr, sehr minderwertige Anlage bekommt, die vor allen Dingen für das gleiche Geld auch viel besser hätte werden können, dann finde ich, ist hier was nicht in Ordnung. In diesem Podcast werde ich euch deshalb mal so einfach nur eine Reihe von Fakten auflisten und kurz was dazu sagen. Das könnt ihr einfach dann als Anhaltspunkt nehmen. Wenn diese negativen Punkte an eurem Teich vorliegen, dann bin ich der Meinung, könnt ihr diesen Teichbau reklamieren. Und das Schöne ist ja, dass man so einen Teichbau bis zu 5 Jahren nach der Fertigstellung reklamieren kann. Aufgrund der Rechtslage. So, beginnen möchte ich mit dem Stromverbrauch. Das heißt, wenn an eurem Teich eine normale Schwimmbadpumpe verbaut ist, die mehr als, ich sage jetzt mal, 1 kW Strom braucht, dann solltet ihr das mal genauer hinterfragen, weil normalerweise kann ich einen Koi-Teich mit Rohrpumpen betreiben oder ich sollte ihn mit Rohrpumpen betreiben können. Und eine Rohrpumpe, die 30 bis 40 Kubikmeter fördert, braucht irgendwo zwischen 300 und 400 Watt. Und da komme ich schon recht weit mit. Nächster Punkt, Falten in der Folie. Es gibt leider immer noch Teichbauer, die nicht in der Lage sind, eine Folie faltenfrei in ein Loch reinzulegen. Das heißt, die nehmen eine fertige Folie und knüllen die in das Loch halt so rein, dass sie eben schön drin ist und überall sind dann Falten, in denen sich später der Dreck sammelt. Auch das ist aus meiner Sicht ein No-Go. Drittes Ding, gepumpte Anlage respektive keine Bodenabläufe. Es gibt aus meiner Sicht nur einen einzigen Grund, eine gepumpte Anlage zu bauen. Das heißt, eine Anlage, wo die Pumpen direkt im Teichbecken sind und das dreckige Wasser zum Filter pumpen müssen. Und das ist immer dann, wenn ich zum Beispiel eine Quarantäne, also eine Innenhälterung habe, weil dann habe ich einen viel geringeren Schmutzeintrag, habe in der Regel keine Fadenalgen, keine Blätter, sodass diese Anlage zuverlässig laufen kann. Oder aber, wenn es aus Platzgründen gar nicht anders geht. Aber immer dann, wenn neu gebaut wird, geht es anders. Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht geht. Und das ist, dazu kommt ja noch, dass eine gepumpte Anlage immer viel mehr Stromkosten produziert als eine Schwerkraftanlage. Insofern mag die dann sogar in der Anschaffung manchmal etwas günstiger sein, aber in den laufenden Kosten für die nächsten 20 Jahre ist sie deutlich teurer. Kein Skimmer. Skimmer ist der Oberflächenablauf, der praktisch dafür sorgt, dass der Staub, die Pollen und alles, was so auf der Oberfläche ist, abgesaugt wird, weil nur dann sieht ein Teich auch wirklich schön aus, weil wenn der, macht mal den Vergleich, wenn ihr den Skimmer mal 2 Tage auslasst, dann sieht euer Teich nicht mehr wirklich schön aus, egal ob das Wasser noch klar ist oder nicht. Skimmer gehört einfach dazu, muss sein, ist auch um Futterreste zum Beispiel vom Teichsystem zu entfernen. Ja, Pumpe im Teich installiert ist im Grunde das gleiche, ist eine gepumpte Variante, geht aus meiner Sicht heute gar nicht mehr. So eine Anlage ist nicht zuverlässig zu betreiben, weil wir haben immer Fadenalgen, zumindest wenn wir hartes Wasser haben. Wir haben immer Blätter. Im Herbst spätestens funktioniert da gar nichts mehr. Und so eine Teichanlage hat ja eigentlich nur eine Aufgabe. Sie soll sicher, zuverlässig funktionieren und die definierte Anzahl Koi gesund erhalten. Eine gepumpte Anlage kann das gar nicht. Kein Überlauf zum Kanal ist auch aus meiner Sicht ein grober Fehler, weil ihr wisst selber, Starkregenereignisse nehmen zu. Und es muss einfach sichergestellt sein, dass dieses Wasser, was dann auf einmal den Teich zum Überlaufen bringt, kontrolliert abfließen kann. Also wenn der Anschluss zum Kanal fehlt, ein Fehler.
Keine Frischwassereinspeisung ist auch so ein Versäumnis, was eigentlich heute nicht mehr sein darf. Zum einen sieht es scheiße aus, wenn der Teich eben durch die Verdunstung 5 cm Wasser verliert und dann nicht aufgefüllt ist. Und der zweite, viel wichtigere Punkt, eine Teichanlage, die funktioniert eigentlich nur dann vernünftig, wenn das Wasserniveau auf seinem Sollzustand ist. Ist das Wasserniveau zu niedrig, dann fangen meine Höhen an, nicht mehr zu passen und irgendwann läuft die Anlage nicht mehr zuverlässig. Pumpe läuft trocken oder was auch immer. Ist aus meiner Sicht deshalb auch ein Mangel und es ist einfach sowas von lästig, wenn ich jeden Tag mit dem Schlauchwasser nachfüllen muss. Mal ganz davon ab, dass der immer dumm in der Gegend rumliegt dann. Und es ist so viel praktischer, wenn ich das einfach automatisiert über einen Frischwasserzulauf mache. Verwendung von Regenwasser. Ja, ich weiß, Wasser ist teuer, aber wie ich schon in einem anderen Beitrag gesagt habe, die ganze Koi-Haltung ist teuer. Insofern, liebe Leute, es gibt aus meiner Sicht nur zwei Varianten. Die eine ist Frischwasser aus der Wasserleitung. Das kann man ein bisschen mindern, das den Schmerz, indem man einen Gartenwasserzähler hat, wo man dann zumindest mal keine Abwassergebühren zahlt. Oder aber einen Brunnen bohren lassen. Brunnen, da sage ich gleich dazu, dann müsst ihr definitiv auch überprüfen, ob das Brunnenwasser geeignet ist. Und zwar sowohl von dem Nitratgehalt, aber auch noch von dem Pflanzenschutzmittelgehalt. Also was an so Insektiziden und Pestiziden und so heute auf die Felder kommt, inklusive Glyphosat und wie das Zeug alle heißt. Die Rückstände sind mittlerweile leider auch im Grundwasser. Und wenn die Menge zu groß ist, dann macht es einfach keinen Sinn, weil dann werden ihr eure Koi immer krank sein. Keine Belüftung im Teich ist auch so ein Ding. Ich war gerade heute zum Ortstermin, da gab es keine Belüftung im Teich. Der Teich war in der prallen Sonne und nach 2 Jahren ist die Fischhaut im Eimer. Tut mir leid, wer das heute macht, ohne eine Beschattung vorzusehen, der hat sein Handwerk nicht gelernt. Ja, keine Filterbelüftung, auch das gibt es noch. Bitte, wir brauchen Sauerstoff für die Bakterien und wir brauchen Sauerstoff für die Fische. Und das geht in einem Koi-Teich nicht ohne zusätzliche Belüfter. Nur eine statt zwei Pumpen, Schrägstrich, nur einer statt zwei Belüftern. Das ist das Thema Redundanz, hier nur ganz kurz angesprochen. Wer nur auf eine Pumpe baut, der hat keine Ahnung von dem, was er tut. Weil eine Pumpe, auch ein Belüfter sind technische Geräte und die fallen irgendwann aus. Und die fallen garantiert am Wochenende aus, die fallen garantiert aus, wenn das Wasser sehr warm ist. Liebe Leute, die Anlage muss immer, es sei denn, dass der Blitz irgendwo einschlägt und der Strom fällt aus, dann kann man halt nichts machen. Aber grundsätzlich muss die Anlage so weit redundant ausgelegt sein, also immer zwei Geräte statt einem, dass wenn eines kaputt geht, die Anlage zumindest mit halber Leistung noch halbwegs funktioniert. Wenn nicht, dann ist das ein grober Fehler in der Koi-Haltung, weil das kann man heute alles ohne große Mehrkosten tun und es dient einfach dazu, dass die Fische überleben. Umweltrate. Ja, da scheiden sich die Geister. Also, ich bin der festen Überzeugung und das vertrete ich auch immer vor Gericht, das ist mir völlig wurscht, dass heute ein Teich Minimum einmal pro Stunde komplett umgewälzt werden sollte. Das heißt, einmal pro Stunde muss das ganze Wasser durch den Filter. Das ist State of the Art oder wie man fachlich korrekt sagt, gute fachliche Praxis. Ich lasse mich nur runterhandeln auf einmal in 2 Stunden, wenn jetzt der Teichbauer und der Auftraggeber vorher vereinbart haben, okay, hier kommen nicht so viele Fische rein. Lieber ein bisschen geringere Stromkosten und ich will alles ein bisschen kleiner halten, ein bisschen Geld sparen. Einmal in 2 Stunden, das ist das unterste Maß aus meiner Sicht. Wenn da weniger passiert, und das passiert leider sehr oft, dann hat auch wieder einer keine Ahnung gehabt, wie man es richtig macht. Und dann finde ich, ist es nicht zulässig, dass er dafür Geld kassiert. Keine Heizung. Das ist so ein Thema. Ja, wie soll ich sagen? Es wird wahrscheinlich so sein, dass heute noch die Mehrzahl aller Teiche ohne Heizung sind. Aber definitiv ist es einfach so, dass Koi-Warmwasserfische sind. Das heißt, die optimale Temperatur eines Koi-Wassers liegt zwischen 23 und 25 Grad. Und das ist jetzt nicht nur die optimale Temperatur für Koi, sondern das ist die optimale Temperatur für Karpfen. Und das ist aus dem Lehrbuch der Teichwirtschaft. Kann man dort gerne nachlesen. So, das heißt, dann funktioniert der Fisch zu 100%, dann ist er topfit, dann ist sein Immunsystem am besten drauf. Und wenn der Teich nicht heizbar ist, dann wird es in manchen Sommern schwierig, diese Temperatur
überhaupt herzustellen. Und der zweite Punkt, wo die Heizung noch viel wichtiger ist, das ist, wenn wir hier bei uns in Deutschland betrachten, wir haben im Frühjahr und im Herbst zwar Phasen, wo wir über Tag noch sehr heißes Wetter haben, aber nachts auch schon wieder sehr kalt. Das bedeutet, in Teichen, die dann nicht geheizt ist, kommt es zu großen Schwankungen der Wassertemperatur innerhalb von 24 Stunden. Und das bedeutet wiederum für unsere Fische puren Stress. Und Stress bedeutet, dass das Immunsystem leidet und dass die Fische leichter krank werden. Wollt ihr das? Das kostet nämlich dann viel mehr Tierarztkosten. Den Überlauf zum Kanal, den hatten wir, glaube ich, schon besprochen. Ja, das waren so die wesentlichen Punkte. Ein weiterer Punkt, der aus meiner Sicht einen Mangel darstellt, ist der, wenn der Teich aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellt wird. Und zwar unter einer Bedingung, nämlich unter der, dass nur 2 bis 3 Lagen GFK verwendet werden und dass während der Bauphase der Teich oder die Baustelle nicht eingehaust und auf einer konstanten Temperatur gehalten wurde. Denn das Problem ist einfach, das GFK ist sehr empfindlich während der Verarbeitung gegen Feuchtigkeit. Und wenn ich ein feuchtes GFK-Material, Glasfasermatten habe, dann wird es schwer, die vernünftig und korrekt zu verarbeiten. Das heißt, ich brauche trockene Umgebungsbedingungen, ich brauche konstante Temperaturen, damit keine Betauung stattfindet. Es darf nicht reinregnen und ich muss abschließend das Ganze auch so versiegeln, dass mir in das Laminat keine Feuchtigkeit eindringt. Das Ganze ist ein Riesenaufwand und mit 2 bis 3 Lagen Laminat mal eben draußen verarbeitet, ich sag mal bei jedem Wetter, das hält auf Dauer nicht. Ist aus meiner Sicht auch ein großer Mangel und an der Stelle muss ich auch sagen, liebe Leute, die Auskleidung von Teichen mittels thermisch verschweißter HDPE-Folie, das ist sowas von bewährter Technik. Das ist zuverlässig, das kann ich fast bei jedem Wetter verarbeiten. Wenn da mal was undicht wäre, könnte ich es nachschweißen. Ich kann nach 10 Jahren, nach 20 Jahren an diese Folie noch was dran schweißen. Das ist so viel einfacher und so viel sicherer. Warum muss dann heute noch einer mit GFK arbeiten? Ich weiß es nicht. Wenn GFK halten soll, dann ist es so immens teuer. Und wenn der Teich mal ein Jahr in Betrieb ist, sieht es kein Mensch mehr, weil dann ist da ein Bewuchs auf den Oberflächen und dann sieht man kaum noch, ob das eine Folie ist oder ob das GFK ist. Ja, in diesem... das war mal so die Negativpunkte. Wenn einer oder mehrere davon an eurem Teich vorzufinden sind und ihr habt viel Geld dafür bezahlt, dann würde ich mir mal überlegen, ob ich mir das Geld nicht wiederhole, indem ich da mal ein Beweissicherungsverfahren anstrebe. Denn das ist keine gute fachliche Praxis. So baut man heute keinen Koi-Teich. Und auch nicht letztes Jahr und auch nicht vorletztes Jahr und auch nicht vorvorletztes Jahr. Ich mache das Ganze jetzt als öffentlich bestellter Sachverständiger seit 2009 und insgesamt seit 2004. Und im Grunde, diese ganzen Punkte sind schon sehr, sehr lange bekannt. In dem Sinne, wenn es dazu weitere Fragen gibt, bitte immer gerne. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören und bis zum nächsten Mal.